Augen auf News. Über Mikrowellen, Strahlenwaffen und ein Mobilfunknetz, das keines ist. Ein Artikel von Die Friedenskrieger. Man sieht sie nicht und doch ist da eine Gefahr, die sich immer mehr in unseren Alltag einschleicht. Sie sind versteckt in Preistafeln der großen Tankstellen, unter dem Dach von Kirchtürmen. Ja, sogar als Bäume sind sie getarnt. Mit Vorliebe stellt sie Big Brother in die Nähe von Kindergärten oder sie werden direkt auf Altenheimen angebracht. Keine paar Kilometer Autobahn kann man fahren, ohne dass man sie sieht. Beim Einkaufen kleben sie in Kaufhäusern an der Decke. Und macht man einen Ausflug auf die Berge, wird man entsetzt sein, dass sie selbst dort zu finden sind. Mobilfunkantennen in kleinerer oder größerer Ausführung, oder sollten wir besser sagen Mind-Control-Waffen, findet man heute an jeder Ecke. Und Big Brother freut sich, denn kaum einer scheint zu bemerken, wie es immer mehr werden und warum man sie selbst im Wald installiert. Mobilfunkantennen für die großen Netzbetreiber findet man heute praktisch überall auf der Welt. Doch werden diese ganzen Antennen überhaupt für das Handynetz gebraucht oder steckt da noch mehr dahinter? Wir werden bestrahlt, egal wo wir sind. Zu Hause, beim Einkaufen, im Supermarkt, am Arbeitsplatz, im Urlaub und egal wo wir uns sonst befinden. Dabei fragt uns keiner, ob wir das überhaupt wollen und es scheint auch völlig egal zu sein, ob sensible Menschen an diesem Übermaß an Strahlung tagtäglich leiden. Von dem Eingriff in die Privatsphäre wollen wir erst gar nicht anfangen. Wichtig für wahre Betreiber ist es doch nur eins. Das Netz der Todesstürme muss möglichst flächendeckend sein, damit sich Mindkontrolle und Wettermanipulation erst richtig effektiv gestalten. Hat EMF-Strahlung Auswirkungen auf unsere Gesundheit? Elektromagnetische Strahlung hat sehr negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden von uns allen. Das Gehirn kann durch elektronische Impulse stark beeinflusst werden. Wer weiß denn eigentlich Bescheid darüber, was überhaupt zum Beispiel bei einer 24-Stunden-Dauerbestrahlung und das tagtäglich in unserem Gehirn, geschweige denn in unserem Körper, vor sich geht? Wir liegen doch mittlerweile unter dem Dauerbombardement einer ständig ansteigenden EMF-Strahlung verschiedenster Wellenlängen, wobei jede Wellenlänge ihre unterschiedlich schädigende Resonanzwirkung auf Mensch, Tier und Pflanze in Gang setzt. Lange Zeit war der mögliche Einfluss schwacher elektrischer und magnetischer Felder auf die Gesundheit nicht bekannt. Erst die Elektrobiologie bzw. Baubiologie versuchte auf die Zusammenhänge hinzuweisen und geeignete Maßnahmen zu einem sinnvollen Umgang mit Strahlung zu erarbeiten. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass jede Mobilfunksendeanlage, egal wie groß oder klein und egal auf welcher Frequenz sie arbeitet, nicht nur den Energieanteil abstrahlt, welchen wir heute für die Telekommunikation nutzen, sondern zugleich auch einen Skalarwellenanteil in nicht bekannten Größenordnung. Die Auswirkungen von Skalarwellen auf Körper und Geist sind, zumindest offiziell, komplett unerforscht. Bei allen Bedenklichkeitsstudien über die Schädlichkeit von Hochfrequenzstrahlung werden offiziell nur die schulwissenschaftlich bekannten Erhitzungsphänomene durch Bestrahlung mit Mikrowellen berücksichtigt. Biologische Systeme sind extrem gute Resonatoren für Skalarwellen und nehmen unter Umständen Energiemengen auf, deren Größenordnung bei weitem über dem liegen kann, was bei der Bestrahlung mit Hertzschen Wellen auf den Körper einprasseln. Eine ständig steigende Anzahl wissenschaftlicher Studien belegt, dass die größte Bedrohung unserer Gesundheit und der aller Lebensform gegenwärtig von der schleichenden, allgegenwärtigen und unsichtbaren Strahlenverschmutzung unserer Umwelt ausgeht. Folgende Symptome treten bei immer mehr Menschen auf: chronische Kopfschmerzen, Schlafstörungen, chronische Müdigkeit, Herzrhythmusstörungen, Gedächtnisstörungen, Potenzstörungen, rheumatische Beschwerden, Infektanfälligkeit, Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems, Lernprobleme, Blutdruckänderungen, Herzinfarkte, Depressionen und Selbstmorde, räumliche Desorientierung, verringerte Immunreaktion, DNA-Schaden und Veränderungen der DNA-Reparaturkapazität, Gehirntumore, Leukämie und andere Krebserkrankungen, Fortpflanzungsprobleme und Fehlgeburten. Die negativen Effekte der EFM auf unsere Gesundheit sind mittlerweile begründet durch die klinische Beobachtung sehr zahlreicher toxikologischer und biologischer Untersuchungen sowie einiger epidemiologischer Studien. In Europa gibt es heute eine zunehmende Anzahl kranker als elektrosensibel bezeichneter Personen, EHS gleich Elektrohypersensitives.
die eine Intoleranz gegenüber den EMF entwickelt haben, obwohl die bei EHS relevanten biologischen Mechanismen noch nicht verstanden werden, ist der Status der EHS in Schweden gesetzlich als Behinderung anerkannt. Die 100 Billionen Zellen des menschlichen Körpers kommunizieren miteinander mittels komplizierter, niederfrequenter elektromagnetischer Signale und biochemischer Reaktionen. Auf diesen Wegen werden die Informationen transportiert, die dann in die biochemischen und physiologischen Vorgänge des Körpers umgesetzt werden. Wenn ein Körper ständig elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt ist, können diese Zellkommunikationswege stark gestört oder unterbrochen werden, was zu abnormen Stoffwechsel und letztendlich zu Krankheiten führt. Der biologische Stress beeinträchtigt die physiologische Abläufe und die interzelluläre Kommunikation in erheblichem Maße. Man braucht sich nur das Chaos vorstellen, das entsteht, wenn in einer Großstadt die Kommunikationswege zusammenbrechen. Im Körper bricht im Bereich der Zellen ein ganz ähnliches Chaos aus, wenn die normalen Vorgänge gestört werden und die Nachrichtenwege nicht mehr funktionieren. Die Arbeit der Zellen verschlechtern sich, die Zellmembran verhärtet, die Nährstoffe gelangen nicht mehr hinein und die Giftstoffe nicht mehr hinaus. Der Zusammenbruch der gesunden Zellabläufe führt zum biologischen Chaos in unserem Körper. Innerhalb von nur 25 Jahren wurde die Mehrheit der Menschheit riesigen Mengen von elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt. Unsere Homöostase, das Gleichgewicht der Körperfunktion, wurde durch die nie dagewesene Menge von EMF vollkommen durcheinander gebracht, sodass unser Körper ernsthaft in Gefahr ist, nicht mehr vernünftig zu funktionieren. Stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten diese ganze Strahlung sichtbar machen. Was würden Sie denken? Wir garantieren Ihnen, dass Sie entsetzt werden. Viele Menschen regen sich auf, wenn sie an einer Fabrik vorbeifahren, dort der Kamin raucht und denken, was für eine Verschmutzung der Luft. Doch was ist das bitte für eine unsichtbare Verschmutzung, die überall auf der Welt tagtäglich zunimmt? Ist diese nicht schlimm, nur weil wir sie nicht sehen? Ist sie nicht bedrohlich, nur weil sie von den großen Medienkonzernen totgeschwiegen wird und die negativen Auswirkungen auf unsere Gesundheit von den Verantwortlichen nur belächelt werden? Sprechen Sie das Problem in der Öffentlichkeit oder in Ihrem Bekanntenkreis mal an und Sie werden erstaunt sein, wie gut die Gehirnwäsche über das Fernsehen und die Bildzeitung funktioniert. Es scheint, als habe ein Großteil der Bevölkerung immer gleich die passende Antwort auf die Problematik parat. Und wenn nicht, dann wird das Ganze eben zur Absurdität verdammt. Die Bäume zeigen uns den Weg. Es ist Herbst, doch viele Bäume im Kronacher Stadtgebiet haben bereits vor Wochen ihr Laub verloren. Die Weide am Wasserspielplatz auf dem LGS-Gelände zum Beispiel oder die Linde am Ausgang zum Autohaus Vetter. Kurios, neben den kahlen Ästen tragen die Bäume aber auch Zweige mit grünem Laub. Inhomogene Schäden nennt die Bamberger Medizinerin Dr. Cornelia Waldmann-Selsam dieses Phänomen, das nicht nur im Frankenwald, sondern ganz Deutschland um sich greife. Das Rätselhafte daran, obwohl die meisten Bäume wie die Weide am LGS-Spielplatz optimale Bedingungen haben. Sie stehen am Wasser, der Boden ist nicht versiegelt und auf dem Spielplatz wird auch im Winter kein Salz gestreut, scheinen sie stark zu leiden. So Dr. Waldmann-Selsam. Aber schauen Sie mal darüber zum Bayer-Gebäude. Da stehen in Luftlinie von vielleicht 100 Metern mehrere Sendemasten. Verfolgt man die Achse vom Sendemast über die Weide am Spielplatz bis ans Flussufer der Haslach und den Berg nach Ziegelerden hoch, findet man auf einer Linie weitere kahle Baumkronen. Für die Vorsitzende der Ärzteinitiative Bamberger Appell, die seit Jahren vor den Auswirkungen hochfrequenter Strahlung auf den Menschen warnt, ist das ein klarer Fall. Diese Bäume haben die unterschiedlichsten Standorte, zeigen aber das gleiche Schadensbild. Einzige Gemeinsamkeit, die Sendemasten in der Kulmbacher Straße. Dr. Waldmann machte sich auf der Suche nach Wissenschaftlern, die ihre These bestätigen können und rannte dabei bei Physiker Volker Schorb offene Türen ein. Schorb ist zweiter Vorsitzender des noch jungen Vereins Pulsschlag Karlsruhe und hat selbst mit Besorgnis die inhomogenen Schäden an Bäumen registriert. Er geht davon aus, dass Löcher in ansonsten grünen Baumkronen durch Verwirbelung oder Reflexion hochfrequenter Strahlung entsteht. Häuser oder andere Bäume, die ein Schutzschild bilden, könnten auch ein Grund für die ungleichmäßig auftretenden Phänomene sein. Sie müssen sich das so vorstellen. Der Baum will millionenfach energiereiches Licht einfangen, eine Photosynthese machen. Das sind ganz große Energiepakete. Wenn diese nun in der Reaktion durch Hochfrequenz fehlgeleitet werden,
dann führt es zu eigener Verbrennung und Schädigung des Baumes. Die Folge sind braune Blätter oder Nadeln, erklärt der Physiker. Und weiter. Die Energie kommt also nicht von der Hochfrequenz, sondern vom Sonnenlicht. Wenn der komplexe Reaktionsprozess der Photosynthese gestört wird, kann die Energie, die der Baum einfangen will, ihn schädigen. Und so wie beim Baum die Photosynthese gestört werde, würden beim Menschen Stoffwechselstörungen ausgelöst, behauptet Schorp. Bei ihren Recherchen stießen Dr. Schorp und Dr. Waldmann-Selsam auf die wissenschaftliche Bestätigung ihrer Annahmen. Im Jahr 1989 hat der Elektrotechniker und Physiker Dr. Ingenieur W. Volkroth eine Dokumentation von schweren Waldschäden an 32 Hochfrequenzsendern den zuständigen Bundesbehörden vorgelegt, so die Bamberger Medizinerin. Doch weder Bundesumweltministerium noch Bundesamt für Strahlenschutz oder Strahlenschutzkommission veranlassten eine Untersuchung dieser Standorte. Im Gegenteil, ab 1992 sei in Deutschland ein dichtes Netz von Mobilfunk- und Richtfunksendern aufgebaut worden. Täglich kämen neue Sender mit weiteren Frequenzen hinzu. Jetzt sind die Schäden in Stadt und Land unübersehbar, doch fast niemand wagt es auszusprechen. Und Dr. Waldmann kommt sich dabei vor wie im Märchen des Kaisers neue Kleider. Alarmierend finden die Mobilfunkgegner eine Studie aus dem Jahr 2000, die an den Lehrstühlen der Universitäten von Karlsruhe und Wuppertal durchgeführt wurde. Darin würden negative Auswirkungen auf Pflanzen, 451 Nadelbaumkeimlinge, unter Exposition mit einem gepulsten Signal von 383 MHz, entspricht dem geplanten neuen Behördenfunk Tetra, eindeutig nachgewiesen. Die Studie mit all ihren Ergebnissen ist bis heute nicht publiziert worden. Und das, obwohl einer der daran mitwirkenden Forscher, Professor Dr. Lerchel, Mitglied der Strahlenschutzkommission sei. Inzwischen wurde aber mit dem Aufbau des Tetra-Netzes begonnen, bedauern Dr. Schorp und Dr. Waldmann-Selsam. Woher kommt diese Ignoranz und die vorgefertigte Meinung von vielen unserer Bekannten, Freunde etc.? Denkt mal drüber nach, eventuell auch, wenn ihr das nächste Mal in Versuchung gerät, den Fernseher anzuschalten. Wie kann ich mich davor schützen? Man kann laut der Firma Bioprotect diesen schädlichen Strahlen entgegenwirken, indem man sich mittels kleine spezial entwickelte Karten vor diesen gefährlichen Strahlen schützt. Es wird dort behauptet, Bioprotect-Card neutralisiert am Körper getragen sämtlichen Elektrosmog aus der Umgebung, ob vom Handy, Computer oder von der normalen Hausstromversorgung. Man steckt dazu die Karte in die Hemdtasche, die Gesäßtasche oder die Hosentasche. Man kann sie auch in einen Brustbeutel umhängen oder wie eine Einlage in den Schuh legen. Für Handys und Schnurlostelefone gibt es das ca. 1,5 x 2,5 cm kleine Bioprotect-Handy, das man außen aufklebt oder besser in das Batteriefach einlegt. Weitere Informationen auf www.bioprotect.de. Auch Orgoniten sollen gut gegen negative Energie helfen, indem sie einfach gefiltert wird und in positive Energie gewandelt wird. Mehr dazu auf www.organized-germany.de.